Die ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt berichtet von einer brisanten Verbindung zwischen Finanzminister Christian Lindner und Porsche-Chef Oliver Blume. Blume soll sich auf der Betriebsversammlung vom 29. Juni mit folgenden Worten gerühmt haben. Zitat: Wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir Haupttreiber gewesen, mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien. Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten. Hintergrund: In Übereinstimmung mit der EU will die Koalition Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbannen. Einzige Ausnahme: Fahrzeuge, die mit umstrittenen E-Fuels betrieben werden. Hatte also Porsche Einfluss auf diese Ausnahmeregelung? Sowohl das Finanzministerium als auch der Autobauer bemühen sich um eine schnelle Dementierung. Zitat: Christian Lindners Position zu E-Fuels ist seit Jahren bekannt. Entsprechend hat er sich im Juni zum von der EU geplanten Verbrenner ausgeäußert und innerhalb der Bundesregierung gehandelt. Es gab zuvor keinerlei Kontakt mit Herrn Blume und auch keinerlei anderweitige Einflussnahme, teilte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums auf Twitter mit. Auf Bildanfrage äußerte sich auch Porsche, Zitat: Das wörtliche Zitat und das Gespräch hat es so nicht gegeben. Richtig ist, dass das Unternehmen grundsätzlich mit allen relevanten Stakeholdern, so auch der Politik, einen guten und konstruktiven Austausch pflegt. Auf eine erneute Nachfrage habe man dann allerdings zurückgerudert. In einer weiteren Mail hieß es, Zitat: Eine Satire-Sendung genießt bekanntlich Freiheiten. Den Austausch hat es so nicht gegeben. Richtig ist, dass das Unternehmen grundsätzlich mit allen relevanten Stakeholdern einen konstruktiven Austausch pflegt. Man suche fieberhaft nach Videoaufnahmen der Betriebsversammlung, die den ZDF-Bericht widerlegen. Die mutmaßlichen Enthüllungen bringen nicht nur Finanzminister Christian Lindner in Erklärungsnot, sondern auch Porsche.